Mann, du. Seit 3 Wochen steht der Calibra bei Autosiastik, soll TÜV bekommen und was ist? Nichts passiert. Auspuff zu laut, Felgen kein Gutachten. Soll ich das alles selber machen oder wie? Kann doch kein Auto schrauben, Junge. Guck dich zum neuen Wetter an, Junge. Wollte mit Jessica vorhin zur Eisdiele. Nix, kein Calibra. Soll ich mein Moped nehmen oder wie? Lief schon seit 2 Jahren nicht. Läuft nix. Wieso funktioniert nix bei mir? Sollen wir den noch machen, dann außer sich zu besaufen? Was kommt denn da? It's the final countdown. Manni, mein Besser! Freddy? Was machst du denn hier, Junge? Was heißt, was machst du hier, Mann? Guck dich doch mal an, kann ich meinen kleinen Bruder nicht mal 2 Wochen allein lassen oder was? Wie siehst du überhaupt aus? Hier, komm, pack erstmal die paar Flocken ein. Ja, komm, hier. Sollst ja nicht verhungern. Pass auf, du, ich habe da so ein paar neureiche Yuppies kennengelernt. Den habe ich Häuser verkauft in Saint-Tropez. Ja, aber die gibt's gar nicht, yeah. Geld gleich gut reinvestiert, du. Guck dir meinen neuen Lachs mal an. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das Auto habt ihr schon gesehen. Ich weiß gar nicht, was man dazu noch groß erzählen kann oder sollte oder muss. Ich habe mir mein Traumauto gekauft. Einer der häufigsten Sprüche-Videotitel, die ich in den letzten Monaten auf YouTube gelesen habe. Ich glaube, Papa La Papa hat sich einen i8 gekauft. Justin hat sich seinen Rolls-Royce gekauft. Slavik hat sich einen Rolls-Royce geholt. Der Dave hat sich einen Tesla i3 geholt. Und auch ich stelle ja seit gut einem Jahr auf meinem Kanal die Entwicklung vom Traumauto zum Albtraumauto mit dem Import meiner Lorenzer S-Klasse dar. Traumauto für mich so als Kind in der Schulzeit war eigentlich immer G-Klasse AMG, weil das war eigentlich immer so, das war das dickste Poseauto einfach, was man sich vorstellen konnte. Und auch diesen Traum haben wir uns letztes Jahr auf YouTube erfüllt und auch diesen Traum haben wir uns vor 3-4 Monaten erfüllt hier zusammen mit euch auf dem Kanal. Turbo Zalo hat jetzt das Auto 3-4 Monate, hat mir dann gereicht, weil im Prinzip ich dann festgestellt habe, dass es bei dem Traum vom Auto nicht um viel mehr ging als den materiellen Besitz. Und ja, das war dann irgendwie nicht so das, was mich erfüllt hat. Und da habe ich nachgedacht, so Hagen, was war denn so dein Kindheitstraumauto? Das war bei mir C-Coupé und Manta. Manta B, die Manta-Manta-Filme mit Berti und wie ist der andere, Fred, einfach nicht zu übertreffen. Und sicherlich der Traum eines jeden Auto-Enthusiasten in einer imaginären, unendlichen Sammlung darf ein Manta B Breitbau natürlich nicht fehlen. Und diesen Traum haben wir uns jetzt hier mal eben so erfüllt. Tatsächlich war es so, an dem Tag, wo ich Zallo die G-Klasse verkauft habe, an dem gleichen Tag, Zallo ist ja in Wuppertal ansässig, die Karre stand in Remscheid. Ich habe das Auto schon einige Monate auf Mobile tatsächlich verfolgt. Der Preis war erst sehr, sehr, sehr hoch. Der stand bei einem Autohändler. Dann ist er deutlich runtergegangen. Und an dem Tag, wo ich die G-Klasse an Zello verkauft habe, habe ich mir gedacht, Digga, wir könnten uns das Auto doch mal anschauen, oder? Wir können doch mal ganz unverbindlich nach Remscheid fahren und uns kurz diesen Manta anschauen, ja. Und einige Stunden später war es dann um das Geld auch schon wieder geschehen. Jetzt steht er hier auf dem Hof. Manta B, Baujahr 84, Stepan Breitbau. Breiter geht es gar nicht mehr. Also ich
weiß gar nicht, auf welche Straßen der noch passen soll. Hier Ferrari Rückleuchten, der gute Zastro Spoiler hinten dran, der Flitterlack darf natürlich auch nicht fehlen. Habt ihr gerade sicherlich auch schon gesehen im Porn hier. Einfach unfassbar, was die Jungs damals gezaubert haben. Original Fahrzeug aus den 90er Jahren, erste Hand. Erste Hand, das heißt, er wurde wahrscheinlich sogar in den 80ern schon so umgebaut. Also erste Hand, Oldtimer-Zulassung, alles eingetragen. BBS, dreiteilige Felgen, leider die Betten nicht poliert. Das wäre das Einzige, was man eventuell so nochmal machen könnte. 13X15 hinten mit 345er, wenn mich nicht alles täuscht, Hinterreifen, 345, 35, 15. Könnt ihr ja mal googeln, was so ein Reifen hier kostet. Zum Glück sind die neu. Das ganze Auto, das GFK hier alles, ne, ist alles verbreitert. Schaut euch mal an. Also hier geht original die Karosserie runter. Guck mal von vorne hier. So, hier ist original das Fahrzeug vorbei. Und das ist alles, bam, aufgebaut. Auch hier, wenn wir die Tür mal aufmachen. Hier ist Schluss. Hier ist Schluss normal. Also einfach brutal das Teil. Vorne 11X15. Kann die Dose da mal aufhören zu rollen. Was haben wir noch? Nachträglich eingebautes, wie sind die Dinger? Panoramadach. Genau, Phil. Der Junge lebt in 2021. Die nicht gerade dafür bekannt sind, sag ich mal, so dicht zu sein. Also das Auto im Regen oder in der Waschanlage, eher nicht. Spiegel hier. Was soll ich dazu sagen, Phil? Man sieht es selber, oder? Die Leute sehen es doch selbst, oder nicht? So, vorne geht's weiter. Mattig GFK. Motorhaube mit hier so einem Schnellverschlüssen. Zusätzlich zur originalen Sicherung haben wir hier noch extra Motorsport Accessoires, nenne ich es mal. Wobei ohne die Dinger flattert das auch schon ganz schön da vorne. Also hier kannst du die Haube nochmal zusätzlich abschließen, beziehungsweise musst du es auch. So, zur Front. Ja, dann haben wir hier diese massive Front, 6 Scheinwerfer. Die Scheinwerfer hat sie, glaube ich, auch von Zastro. Ja, erste Hand. Auf dem Tacho stehen 2500 Kilometer. Ich weiß nicht, wann der Tacho angepasst wurde, aber wenn wir uns den Motorraum mal so angucken. Sieht das schon alles ziemlich neu hier aus. Guck mal von der Seite hier. Können wir ruhig mal ein paar Momente der Stille widmen hier, wie schön das alles ist. Also wie man sieht auch, Auto wurde komplett gestrippt für den Lack. Motor war raus, haben sie wahrscheinlich dann alles zusammen gemacht. Und ja, so ein Lack hier, Freunde, dass sie selbst hier drin diesen Glitzerlack raufgehauen haben. Selbst hier auf der Innenseite der Motorhaube sind die Glitzerpartikel. Ich glaube, Lackierer unter euch werden jetzt ein ganz großes Auge machen und ihr dürft gerne, wenn ihr Lackierer seid, das interessiert mich wirklich, mal in die Kommentare schreiben, was so eine Lackierung heutzutage Brutto-Endkundenpreis mit Arbeit kosten würde. Das würde mich wirklich mal interessieren. Also ich schätze damals so 10.000, komm, mach einfach. Schreibt es in die Kommis. Wir haben guck mal hier, reden über den Lack, Motorhaube offen. 3 Liter, 6 Zylinder, 12 Ventiler aus dem Senator, Monza drinne. Leistung müsste ich jetzt lügen. Ich glaube 170 bis 190 PS, irgendwas dazwischen. Geht auf jeden Fall wie eine lahme Krücke, das Auto, dank der Hinterreifen wahrscheinlich auch. Was ist das hier? Das müsste die Hupe sein, denke ich mal. Müsste die Hupe sein. Ne, warte mal, das ist die Zündspule. Ach, scheiß doch, Digga. Das sollen die Kommentare beantworten. Fährt sich, wobei ich sagen muss, dass der sich gar nicht so schlecht fährt. Muss ich mal ganz ehrlich anmerken an der Stelle. Ich hätte wirklich gedacht, durch diese Hinterreifen, dass das Ding wirklich nur noch poltert und fährt wie Kacke. Aber im Vergleich zum Ascona fährt er gar nicht mal schlecht. Wie war denn das für dich, die ganze Strecke hierher zu fahren mit dem Auto? Wir haben ihn überführt gestern aus Remscheid. Das waren 400 Kilometer. Aber das war schon anstrengend, sag ich mal. Aber gut, war jetzt schon nicht so, als würde man mit einem neuen Auto fahren. Aber das ist klar. Das kenne ich ja schon vom Golf 218T. Das war ja auch so eine Nummer. So, Innenraum geht's weiter. Wir haben hier das Armaturenbrett und die ganze Elektronik vom Spenderfahrzeug des Motors wahrscheinlich übernommen. Also das ist hier auch ein Senator Monza Armaturenbrett. Sogar der, guck mal hier, das ist die Steuereinheit von dem Ding hier. Ja, warte mal. Achso, Sound. Ja, Sound wollen die Leute natürlich auch aus. Geh mal nach hinten hier. Verbrauch. Durchschnittsverbrauch, Geschwindigkeit, Reichweite, alles funktioniert. Und Sound hat er auch ganz gut, würde ich mal behaupten. Also für einen 6-Zylinder nicht zu prollig, aber man hört mich, ne? So, Armaturenbrett, Himmel, alles hier bezogen mit so einem komischen Filzstoff. Fühlt sich nicht so schön an, sieht aber ganz nett aus.
30er Raid Sportlenkrad drin, Original Manta Türpappen. Sehen wir hieran, dass das Armaturenbrett auch nicht ganz original ist, dass der Türgriff hier abgeschnitten wurde, damit das hier mit der Kante passt. Wir haben Fensterheber, was mich sehr freut, aber die Gummis hier sind nicht mehr so toll. Auf der anderen Seite ist er schon abgegangen. Hier habt ihr auch keinen, Digga. Recaro-Sitze von D&W mit Schrotgurten ASM 3. Ja, und das war's an sich hier drin. Ein- und Aussteigen ist auch so eine Sache. Ich würde sagen, genug gesabbelt, oder Phil? Wir fahren mal eben sonntags hier zum Brötchen holen und gucken, wie die Leute so auf dieses wunderschöne Kfz reagieren. Also das Auto, mit dem man am öftesten oder am meisten angeguckt wird, ist der Manta jetzt nicht. Im Vergleich zur G-Klasse zum Beispiel, G55 Kompressor. Da hat wirklich jeder den Kopf umgedreht, aber auch natürlich, weil dieser 5,5 Liter Motor mit dem Auspuff da dran auch ja, quasi schon ein Erdbeben war, überall wo man vorbeigefahren ist. Und der ist ja doch verhältnismäßig dann leise, aber vom Sympathiefaktor, selbst vor der Corvette muss ich sagen, also die Corvette, das Corvette C4 Cabrio, was ich hatte, da hatte ich schon das Gefühl, man wurde echt sehr, sehr oft angesprochen, angeguckt von den Leuten. Daumen hat man kassiert an jeder Ampel, aber das ist beim Manta tatsächlich noch höher. Du kannst dich mit diesem Auto nicht retten vor Leuten, die dich ansprechen. Schon als wir das Auto angeschaut haben, beziehungsweise abgeholt haben, gerade auf dem Hof gestern, da standen direkt auch zwei Jungs vorne am Tor. Boah, ist das Manta geil, ich hatte auch mal einen, dass es sowas noch gibt und so weiter. Dann bei der ersten Tankstelle, ich bin ausgestiegen, so zwei Leute haben mich an der Tanke angesprochen, haben uns heute schon mal ein Eis geholt hier. Da kam der Eisdealbesitzer extra rausgelaufen, um sich die Karre nochmal anzugucken. Meinte auch, oh ja, war auch meine Zeit früher. Hafen City gestern mit Max, oh ja, ich war früher die aus der Scirocco-Fraktion eher und so. Oh, aber sowas Breites habe ich selbst damals nicht gesehen, hat er gesagt. Also auf jeden Fall ein Auto, was auffällt und Gott sei Dank seinen negativen Ruf der 2000er, 90er Jahre verloren hat und überall Sympathie in der Bevölkerung findet. Also so bringt es wirklich Spaß, Auto zu fahren, sag ich mal. Muss man aber natürlich auch wollen. Also ein Alltagsfahrzeug ist es jetzt nicht. Da wollen wir bei dem Reifenverschleiß auch gar nicht mehr drüber reden, wo wir schon über sowas reden. Sowas Kleinliches hier wie Verbrauch, Verschleiß und so weiter. Wir haben über die letzten 400 Kilometer, glaube ich, nicht mal 10 Liter Durchschnittsverbrauch gehabt. Ich glaube 9 Liter hatten wir. Anzeige zumindest. Ich weiß natürlich nicht, inwieweit das mit den Hinterreifen noch passt dann. Aber ihr habt ja auch keine Sau. So Freunde, wir gucken jetzt mal. Ja, ui. Ui. Wolltest du gerade draufhalten, oder was? Ja. Ja, komm, wir gehen noch mal ein Eis essen. Komm, komm, mach. Ihr seid ja immer noch da, Freunde. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr denkt, es war das Richtige, die G-Klasse so gesagt gegen den Manta zu tauschen. Was habe ich mit dem Auto vor? Im Prinzip erstmal nichts. Das ist natürlich eine gute Wertanlage, denke ich. Weniger wird er nicht wert werden. Und im Gegensatz zu den anderen Autos, die ich gerade alle stehen habe, wie ihr im letzten Video gesehen habt, ist das endlich mal ein Auto, was fertig ist, was so, ja, was man benutzen kann, womit man im Sommer mal ein paar schöne Tage haben kann und sich mal ein Eis gönnen kann hier. Wie gesagt, mit den anderen Autos habe ich genug zu tun. Das heißt, ihr werdet bestimmt schnell das nächste Video sehen. Daumen nach oben, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.